Na ja, geil, Alter, das sind wir mal wieder bei einer weiteren schönen Runde. Runetschki spielt Aria. Jawohl. Ich hoffe, dass dieses Spiel bald endet, denn ich muss nämlich ehrlich gesagt gestehen, dass ich so langsam immer weniger Lust auf dieses Spiel habe. Schön. Wir müssen ein kleines Mädchen suchen. In einem verlassenen Krankenhaus, noch stereotyper könnte es nicht werden. Ja. Irgendwie macht das Spiel nämlich langsam keinen Spaß mehr. Die Grafikfehler nerven auch allmählich und allgemein, ja, es hätte besser sein können, als es im Endeffekt geworden ist. Es hat so viel Potenzial und das Spiel hat wirklich Potenzial. Die ganze Idee und sowas dahinter ist schon gar nicht so schlecht, aber naja, warten wir mal ab. Vielleicht wird es ja noch gruselig. Ein kleines Mädchen rennt schließlich durch ein Children's Center. Ganz allein, wir müssen es finden. Oh, ist doch schon mal was. Can you guess where I am? Na, hier drin wahrscheinlich. Hallöchen! Ein rosa Hemd. Spannend. Ich hatte noch nie so viel Freude, ein rosa Hemd zu finden. Kann ich damit auch irgendwas Tolles machen? A Child's Shirt, ja. Wunderschön. Und das hat mir jetzt was gebracht. Ich hab ein Unterhemd gefunden. Ich fühle mal wie ein richtiger Baron. Gut, hier ist nix. Ich meine, Jumpscares hat das Spiel ja. Die funktionieren auch, aber einfach nur, weil sie laut sind. Okay, hier geht's nirgendwo weiter. Das ist halt das Hauptproblem an diesem Spiel. Die Lautstärke meistens. Das ist genauso wie beim Textlesen, dass immer jedes Mal so ein komischer lauter Ton kommen muss. Graf ich nicht. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich heute ohne Facecam mache, weil ich keinen Bock hatte, meine Bude vorzubereiten und weil ich immer noch wunderbar schlimmes Haupthaar habe. Ja, dementsprechend, wenn es draußen noch hell ist und ich aufnehme, dann müsste ich alles abdunkeln. Da hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock, das drauf vorzubereiten. Und selbst die Toiletten lösen sich mittlerweile auf. Ihr habt keinen Bock mehr gehabt, Entwickler. Ihr habt keinen Bock mehr gehabt. Das merkt man einfach. Ich warte noch drauf, dass der Typ schon wieder kommt mit dem Messer. Was machst du hier? Weißt du? Der auch keinen Nutzen in der gesamten Story hat. Der ist einfach da. Und da gibt keinen Sinn. Und hier flackert der Boden schon wieder. Ach, das hier habe ich doch angefangen, oder? Ja, habe ich auch. Scheiße. Das ist ja eigentlich scheiße. Dünde, dünde, dünde. Ach, Leute. Das Spiel ist halt. Ist halt, wa? Hier war ich drin. Gut, da ging es nicht weiter. Hier ging es aber auch nicht weiter. Hier geht es nirgendwo weiter. Ich renne jetzt schon wieder hier total verwirrt. Ach, guck mal, da hinten ist auf einmal eine Tür auf. Die war vorhin noch nicht auf, oder? Oder war sie's? Ach, hier liegt ein Zettel. Bom, Lautstärke, FTW. A medical bill from the hospital. It says the recipient was charged 45.000 baht. And on the bottom is a signature that says Rama. Rama hatte also hier ein Kind irgendwie. Scheinbar sein Kind. Bom, the medical record of the medical gold. Denduen Arichai. She is diagnosed with meningitis. Aha. Die wurde mit Meningitis diagnostiziert. Das Kind von Rama wahrscheinlich. Ich raff nur nicht, warum die alle jetzt hier sind. An der Nacht, wo der größte Horror passiert. Denn der Rama kann ja nichts dafür, da wollte dem Kind doch helfen. Das Kind hatte Meningitis. So lass es doch am Leben. So, es ist dann eine Tür aufgegangen. Das heißt, es ist hier wieder irgendwo anders eine Tür auch aufgegangen. Ich habe nämlich gerade ein aufgehendes Geräusch gehört. Aufgehender Mittelfinger im Morgenrot. Das ist meine Lieblingsstellung. Ach, guck mal, da ist jetzt aufgegangen. So. Ja, ich weiß, ich zerstöre gerade die gruselige Horroratmosphäre des Spiels, aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich will einfach nur noch, dass es vorbei ist. Das Todeszertifikat eines kleinen Mädchens, genau. Die Ursache ihres Todes wurde gelistet als Komplikation während der Meningitis. Ja. Das Kind ist also in diesem Krankenhaus gestorben. Das Kind von Rama höchstwahrscheinlich. Wo ist denn jetzt das Tor aufgegangen? Wie mir scheint. Nur warum wurde Rama dann hierher eingeladen. War das auch schon auf? Ach, hier waren wir eben schon, ne? Ja, hier waren wir eben schon. Muss ich gucken, ob hier irgendwo anders. Da ist jetzt eine Tür aufgegangen. Hä? Einfach immer den Türöffnungsmechanismus folgen. Ich verstehe jetzt nicht, was passiert ist, weil die Maus einfach nach links gezogen ist. Ganz random und Standbild. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich rotiere die Maus. Toll! Super Spiel, du hast deinen eigenen Jumpscare verschissen, indem du die Maus nicht mal im Griff hast. Spiel, warum? Und jetzt sind wir einfach mitten im Nirgendwo. Die Stelle mit den Mädchen schon wieder. Ich könnte schon wieder kotzen. Mein Lieblingspart des Spiels. Sorry, ich weiß, ich reg mich schon wieder auf. Ich bin schon wieder völlig wütend, aber. Aha.
Drei Schlüssel, um die Tür zu... Oh Gott, ich kann schon wieder kotzen. Oh Gott, schon wieder kotzen. So. Give me hope, Joanna. Da kommen wir nur von der anderen Seite ran, Aurus Clan. Scheiß die Tür weiter nach rechts. Oh. Spiel, du bist witzig! Das machst du doch mit Absicht! Ach, Mann. Ständiges Gelatsche. Wie gesagt, die Atmo ist geil. An und für sich. Die Umsetzung der Programmierung ist einfach nur der letzte Schund. Das ist das Hauptproblem. Und es nutzt sich halt sehr stark ab. Ich bin halt zu Horror erfahren, als dass das immer gleiche... Okay, die sind schon echt eklig, die Figuren. Aber hier ist ja auch nichts drin, wa? Ne, hier können wir nichts machen. Das ist einfach nur eklig. So Silent Hill-mäßig. Ich meine, das, wie gesagt, die Idee hinter dem Spiel ist super. Aber wenn du das immer selbe Werkzeug verwendest, dann nutzt sich das verdammt schnell ab. Und in dem Fall ist es nun wirklich das immer selbe Werkzeug. Leider. Hä? Ich bin jetzt hier in ein Loch gefallen, wo es nichts gibt. Doch, eine Tür. Aber die geht nicht auf. Ist das euer Ernst? Ich dachte, hier wäre wenigstens ein Schlüssel. Wenn ihr schon so ein Loch einbaut, dann macht doch da auch was hin. Lol, Alter. Das ist unglaublich. Oder ich habe mich einfach nur zu hastig umgesehen. Vielleicht war da was und ich habe es nicht gemerkt. Ich weiß es ja nicht. Ich, wie gesagt, blick bei diesem Spiel sowieso so langsam nicht mehr durch. Was die Story so angeht, verstehe ich halt die Hauptsachen irgendwie nicht so. Eine Geburtstagskarte mit der Nachricht Happy Birthday, Ploy. Daddy will come see you soon. Papi kommt schon bald. So. Jetzt haben wir den ersten Schlädel. Da ist nichts passiert. Kein Jumpscare. Ich hätte erwartet, dass jetzt ein Jumpscare kommt. Muss ich wirklich gestehen, ich hätte echt erwartet, dass jetzt ein fucking Jumpscare kommt. So, müssen wir den ersten Schlüssel vielleicht schon gleich benutzen, weil ansonsten habe ich keine weiteren Schlüssel gefunden. Aber guck mal, hier geht es ja noch weiter. Theoretisch. Ginge es hier weiter. Vielleicht ist der Schlüssel aber auch für was anderes geeignet. Und zwar für die Tür hier. Nein. Ich bin wirklich zu doof, oder? Ich bin der Meinung, hier müsste es was geben. Die bauen doch nicht umsonst ein Loch hier hin, wenn da nichts ist. Die machen sich wirklich Mühe, irgendwas zu designen, um dann da nichts hinzupacken. Klar, es ist schön, wenn man auch ein bisschen Extras hat, neben abseits von dem, man findet sofort was, aber ich... Es passt so nicht zum Rest des Spiels, muss ich gestehen. Hier ist auch nichts. Die Tür ging auch nicht auf. Nee, genau. Nun gut. Ja, ich weiß, ich reg mich wieder viel zu sehr auf. Versuchen wir uns mal ein bisschen drauf einzulassen. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht funktioniert es ja wirklich. Wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, kann es sein. Also. Dann. Das war ja der Raum, in dem wir eben waren. Genau, von der anderen Seite, wo wir einmal drumherum sind. Aber jetzt habe ich einen Schlüssel nur gefunden. Einen einzigen. Ich würde ja gern irgendwie vielleicht da rüber, dass ich dann da weiter kann. Ach, guck mal hier. Unlock. Das war nicht der. Wow! Roffel! Da ist ja, glaube ich, ein Schattenvieh hinter uns her. Es wird Zeit, ins Loch zu springen, oder? Ich verstecke mich hier. Nee, es ist wahrscheinlich ein Fehler, sich hier zu verstecken. Es kommt trotzdem das Vieh. Ich höre, ich warte. Es kommt näher, ich gehe davon aus. Es läuft wahrscheinlich durch Wände. Da ist es. Ja, ist klar, dass das Vieh auch auf uns zukommen kann. Es kriegt uns und wir sind tot. Alles klar, was ist zu tun? Ich bin gestorben. Wo fange ich jetzt wieder an? Ich muss wieder alle Schlüssel finden? Okay. Alles klar. Dann ist trotzdem die Frage, wo ich hin muss. Wahrscheinlich durch das Loch hüpfen. Ja, finde drei Schlüssel. Dann gehe ich mal ganz außen rum und hole mir direkt den ersten Key. Instant. Merkwürdiges Spiel. Ich sag's euch. Ich habe da auch ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr drauf. Ich wüsste jetzt nicht, wohin ich... Ich muss gucken, dass ich hier vielleicht in das Loch... Ich denke mal, er kann nicht durchs Loch. Die Tür mit dem Loch finde. Die ist... Hier.
Perfekt. Ich denke mal, dass ich dann da mich wahrscheinlich verstecken muss vor dem Vieh. Dass es wahrscheinlich nicht durchs Loch hüpfen kann. Dass das vielleicht meine Chance ist. Weil anders kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Wirklich nicht. Aber naja. Wer weiß schon. Ich bin ja nicht der Klügste. In solchen Spielen sowieso nicht. Hat mich schon ein bisschen erschreckt, das Vieh. Da gebe ich mal zu, haben sie sich wenigstens was Neues einfallen lassen. Auch wenn es wieder nur eine reine, ich verfolge dich, bis du stirbst, Seance ist. Ja, gut, dann ist das genau hier. Da ist das Loch. Dann mache ich mal die anderen Türen alle zu, damit ich nämlich weiß, wo ich dann hin verschwinden werde. Perfekt, das ist hier der falsche Raum. Kann ich die Tür wenigstens zumachen? Nee, okay, von da bin ich nämlich gekommen. Gut, dann renne ich an der ersten offenen Tür vorbei und gehe direkt zur zweiten offenen Tür. Und wenn ich es dann nicht schaffe, Leute, habe ich echt langsam keinen Bock mehr auf das Spiel. Wie ich aber sehe, anhand der Aufrufzahlen, anhand der Kommentare, ihr habt genauso wenig Bock auf dieses Spiel wie ich. Ich werde mich mal erkundigen, wie lange das Spiel vielleicht noch geht. Die erste offene Tür vorbei. Zweite offene Tür ins Loch. Mach einfach die Tür zu, was hältst du nach von Vieh? Tür zu. Tür zu. Tür zu. Okay, scheiß drauf. Ich hüpfe ins Loch. Ah, hier ist auf einmal die Tür offen. Scripts FTW. Liebe Leute, Scripts FTW. Hier wird genau dasselbe passieren. Das schwöre ich. Dasselbe Vieh kommt nochmal, wenn wir wieder die Tür öffnen. Oh, lala. Hier sieht's ja schmackofazio aus. Kann ich mich hinhocken? Ja, aber hier ist nichts drunter. Okay. Dann war dieses Bett völlig umsonst. Gruselig, gruselig, aber bringt uns nichts. Darüber kann ich. Ich muss gucken, dass ich mich schon mal im Voraus umgucke, bevor ich den Schlüssel bediene. Dass ich mir irgendeinen Fluchtweg schaffe. Ich merke gerade, dass ich langsam Hunger kriege. Ich werde mir da wahrscheinlich gleich nach diesem Video hier etwas zu schnabbeln machen. Okay, okay, okay. Ein großer Lolli. Space by Decryption. Candy. Ich habe Candy gefunden. Ich durfte sogar mitnehmen. Ja, mei. Kruzifix mal. Das ja. So was Leckeres hätte ich ja nicht erwartet. Was denn jetzt los? Ich raff gerade gar nichts. Kommt das Vieh auf einmal von irgendwo oder was? Aha. Von irgendwo kommt ein Vieh. Ach, da ist es ja. Ja, Mensch. Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber ich gehe jetzt einfach nach oben. Und steck in der Falle. Okay. Das war's dann für mich. Das Vieh ist nämlich schon da. Bevor ich unten bin. Alles klar. Ich komme dir mal entgegen, damit es schneller geht. Lol. Okay. Es hängt erstmal. Judeit! Perfekte Programmierung. Super, Leute. Hat ja richtig Spaß gemacht, Mensch. Oh, hört ihr das? Game saved. Wie, ich fange hier oben wieder? Es hat da unten eine Quicksave gegeben. Leute, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf auf die Scheiße. Es macht mir echt keinen Spaß. Ich beende den Part an der Stelle. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Keine Ahnung, ob ich das Spiel fortsetzen werde. Entscheidet ihr in den Kommentaren, ob ich das Spiel weitermachen soll oder nicht. Wirklich. Entscheidet ihr es, weil ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Schrapel nochmal zu machen. Wir sehen uns hier an der Stelle, wenn ich nochmal neue Spiele sollte. Bis dann. Tschüssikowski, bla bla.